Schauen wir uns erstmal ein bisschen weiter um. Ich weiß, der Poki hat noch ganz viel zu erzählen. Hier zum Beispiel. Ich mag dieses Knarzen der Bodendielen, die Finn in seinen Soundtrack eingebaut hat. Sowieso die Gitarrenmusik zu diesen eher ruhigen Screens, die keine andere Aufgabe haben, außer halt neue Türen zu öffnen, sodass der Spieler möglichst schnell verfordert ist mit den ganzen Möglichkeiten, wo er zuerst halt irgendwie ansetzen kann, um eine Lösung für sein augenblickliches Problem, was es auch immer ist, unterstreicht irgendwie, glaube ich, ganz gut die Stimmung, die ich insgesamt in dem Spiel haben wollte. Aber hier gibt es ja doch zwei Hotspots, eine Pflanze und ein Fenster. Sie haben nichts mit dem Spiel zu tun. Sie sind einfach nur da. Einfach nur da. So wie wir alle. Einfach nur da. Und im Grunde genommen spielen wir alle keine Rolle im Adventure des Lebens, des Universums. Bla, bla, bla. Einfach nur da. So, Fenster. Ah, die Freiheit. Kann ich dem Harvey die Freiheit unter die Nase reiben? Guck mal, Harvey. Die Freiheit. Yippie! Wir sind nur Zentimeter davon entfernt. Das wird schon noch. Wieso kommt hier eigentlich niemand vorbei? Huch. Moment, Moment, hier. In diesem Bild wischt ein Obdachloser die Scheibe vom Honkmobil. Vorsicht, Captain Unbrauchbar! Wenn er den Smiley malt, bevor er grün ist, musst du ihm Kleingeld geben. Ach schön, das Honkmobil ist auch so schön. In diesem Bild gießt nützlich Boy. Okay, das kennen wir schon, das Bild haben wir schon gesehen. Pflanze festnehmen. Ist diese Pflanze Teil von Dr. Marcells illegaler Drogenplantage? Aha. Inspektor Konrad ermittelt. Mhm. Leider nein. Ach, schade. Ich habe mich so drauf gefreut, dass wir hier jetzt ein bisschen Frieden einbringen können ins Spiel. Oh, wir haben die Pflanze gerade kaputt gemacht. Erfolgreich. Lass uns die Pflanze umklopfen. Es heißt umtopfen, Harvey. Ich weiß, was ich gesagt habe. Ach süß. Kann man die Pflanze vielleicht ein lustiges Gesicht draufmalen? Pflanzen mögen es, wenn man die mit Edding beschmiert. Ach, leider nur der Blumentopf. Können wir vielleicht doch ein bisschen hier? Nee, ich dachte, wir können auch ein bisschen weiter perforieren. Können wir vielleicht so? Nee, geht nicht. Na gut. Polizeimarke. Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Da draußen gibt es keine Polizei, weil alles erlaubt ist. Den Hasen hätte ich auch gerne mal. Ach nee, das mache ich jetzt mal nicht. Der Poloschläger ist geleimt, nicht geschraubt. Ich wollte ihn gar nicht auseinanderschrauben. Ich wollte mit dem Poloschläger eigentlich... Mist. Ja, eigentlich wollte ich das Fenster einreißen, aber leider... Naja, auf dem Klo können wir momentan scheinbar auch erstmal nichts machen. Vielleicht doch, ich weiß es nicht genau. Hier zum Wächter wollen wir nicht. Da ist zwar eine Tür. Ich speichere gerade mal, da probieren wir es trotzdem. So, speichern. Geh zur Tür. Oh, oh. Da sitzt ja einer. Bist du das, Neuer? Ja, ich bin der Neue. Wer sonst? Um ehrlich zu sein, wenn ich an einen Klaufen höre. Ich bin niemand, ignoriere mich einfach. Schon mal was von Thor, Gott des Donners, gehört? Ich bin schon weg. Ich bin der Neue. Wer sonst? Ja, wer sonst? Hör mal, stör mich nicht, okay? So, gespeichert haben wir. Ich guck mal ganz kurz, was haben wir denn hier für Bilder? Das ist die Zelle. Das ist... keine Ahnung. Hier ist... da und da ist auf jeden Fall hier und da ist sowas und da kann man auch was sehen. Und hier ist vor allen Dingen sehr interessant, weil, weiß ich nicht. Du-dum-dum. Polo spielt man zu Pferd, nicht zu Has? Ja, ja, ich hab mich verklickt. So, hallo. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Er ist offensichtlich ein fauler Sack. Wir können jetzt mit dem Stuhlbein bestimmt den Schlüssel holen. Vielleicht kann ich mit dem kaputten Stuhlbein ja irgendwie... Hey! Finger weg! Na nö! Hallo? Maus? Hallo?
Hallo? Ich kann gerade nichts mehr machen. Offensichtlich ist die Maus einfach weg und Erna ist gerade im Blinzelmodus. Hallo? Und draußen hupt jemand. Oh nein, nee, das ist, wenn ich Spielstand laden will, dann hupt er nur noch. Irgendwie hat er sich hier gerade an dem Dialog festgehangen. Mit dem rechten Mausklick ging's dann doch. Okay, Captain. Möchtest du lieber was lesen? Nerv nicht. Fernsehjunkie. Können wir hier was klauen? Mülleimer. Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Ach ja? Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Ja, nimm mit, ist doch super. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Die Auswahl ist groß. Ich nehme ein besonders siffiges Exemplar. Ach schön. So, jetzt haben wir einen besonders siffigen Wasserbecher. Ein benutzter Wegwerfwasserbecher. Die nennt man so, weil man sie nur einmal benutzen kann. Warum habe ich den nur aus dem Müll gefischt? Weil er erfolgreich weggeworfen wurde, hat also alles funktioniert beim Becher. Ist also ein erprobtes Exemplar und wir können vielleicht... Leer. Vielleicht müssen wir dem mehr Wasser holen oder vielleicht die Pflanze gießen? Bei der Luftfeuchtigkeit hier drin fühlt sie sich offensichtlich sehr wohl. Bäh. Können wir die auch perforieren? Polizei, geben Sie sofort den Generalschlüssel raus. Nerv nicht! Okay, das scheint alles nicht zu funktionieren. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Er ist offensichtlich... Okay, das hatten wir schon, Mist. Pock oder bemalen? Von dem will ich kein Autogramm. Du sollst ihm ja auch einen Bart anmalen, einen Moustache. Vielleicht können wir den ja vergiften oder mit Abführmittel oder irgendwas. Oder vielleicht auch bewusstlos schlagen. Lieber nicht. Noch ignoriert er mich. Okay. Manche sind erleuchtet, andere sind dunkel. Je nachdem, ob das Licht in den Räumen brennt. Wir könnten natürlich auch den Fernseher wieder anmachen, wenn das funktioniert, sodass der dann wieder Fernsehen guckt. Reden kann man mit dem, glaube ich, auch nicht. Wir können aber weiter nach unten gehen. Oder wir können jetzt, können wir mal Poki fragen. Ne, Poki, sag doch mal was. Ja, wenn man alles selbst zeichnet und kein Budget zur Verfügung hat, dann kann man auch eine Reihe von Räumen zeichnen, die überhaupt keinen spielerischen Wert haben. Außer, dass sie halt ein paar mehr Ausgänge zur Verfügung stellen. So ein Raum ist dieser hier. Ah. Ich mag ihn. Ich auch. Schön. Dankeschön. So, gehen wir mal zu runter. Und hier sieht's aus wie, weiß ich nicht, das sieht aus wie... Strom? Nee. Hallo? Ich versuche mich gerade zu orientieren, wo das hier ist, anhand von Harveys neue Augen. Die ist verschlossen. Ja, dann benutzt du das Stuhlbein. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schade. Kein Kratzer. Vielleicht mit dem Fußnagel? Diese Tür hat keine offenliegenden Schrauben und muss auch sonst nicht gefußnagelt werden. Na gut, schade. Dann haben wir hier noch eine andere Tür. Keine Wachen hier, kein gar nichts. Es ist so friedlich einfach. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Stuhlhelm. Das funktioniert anders. Ich weiß nicht wie, aber so funktioniert es nicht. Das ist kein Möbel. Das ist der Dr. Marcelsche Gehirnverflüssiger. Boah, da würde ich den Doktor selbst gerne mal reinstecken. Da bräuchte ich schon Hilfe von jemandem, der sich damit auskennt. Das sollte ich lieber dem Fachmann überlassen. Du kannst doch, den Hebel kannst du mal ziehen, ne? Das sollte ich lieber dem Fachmann überlassen. Na komm, setzen wir uns mal gemütlich hin. Das ist kein Möbel. Ach du Scheiße. Was hältst du davon, Harvey? Das muss der Kapitänsstuhl sein. Na dann, Mr. Harvok, Energie. Energie. Energie.
Cottbus. Nee, weiß ich nicht. Energie, wir müssen, ob wir hier irgendwie Energie hinkriegen müssen, aber da ist doch der Schalter. Was hältst du davon, Harvey? Der wird... Achso, der würde mir kaum stehen, na gut. Was hältst du davon, Harvey? Das brauchen wir nicht. Wir haben auch so alles unter Kontrolle. Na, ich weiß ja nicht. Hase? Ja. Was hältst du davon, Harvey? Hui, ein Hebel. Ob der die Feuerballfalle im zweiten Level deaktiviert? Zieh ihn! In diesem Bild erlangt Captain Unbrauchbar vorübergehend die Fähigkeit, seinen Gegnern kleinere Stromstöße zu verpassen. Im nächsten Bild zieht er die Wollsocken allerdings schon wieder aus. Boah, Alter, das ist ein Pfundskerl einfach. Befreiungsutensilien der ersten Stunde. Irgendwann. Ja, Vitrine kennen wir schon. Nee, das wollte ich gar nicht machen. Was wollte ich denn? Captain Unbrauchbar. In diesem Bild erlangt Captain Unbrauchbar vorübergehend die Fähigkeit, seinen Gegner im nächsten... Okay. Hier vielleicht. Captain Unbrauchbar kann allein Kraft seiner Gedanken den Kontostand kontrollieren. Ach, schau doch nicht so traurig, Captain. Boah, der könnte mal bei mir vorbeikommen. Da kann er auch mal den Kontostand kontrollieren. Ich drücke immer die Mitte vom Hebel und da ist gar kein Hebel mehr. In diesem Bild erlangt Cap seinen Ge... im ne- Okay, ja, sonst können wir hier nicht machen. Tür, Kontrollen, Poki, was sagst du denn dazu? Ja, dieser Screen ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ich jedes Potenzial für unaufwendige Hintergrundanimationen einfach so verschenkt habe und mich störrisch geweigert habe, auch nur das Geringste im Hintergrund zu animieren. Das wäre sehr einfach gewesen. Außerdem sehr bemerkenswert an dem Screen ist, es wurde sich ja über das Spiel und über seine mangelnde Jugendfähigkeit ja häufiger echauffiert. Aber niemand hat halt irgendwie die Stelle in dem Spiel kommentiert, an der Edna quasi sich mit Hilfe von dem Alumann hier im späteren Spielverlauf Elektroschocks gibt. Das scheint niemanden so richtig gestört zu haben. Aber sie macht das ja auch gerne. Ist ja für einen guten Zweck. Also geht das wohl klar. Das spoilert der Poki hier einfach um die Wette. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt eine Stunde mit Lotti, ne? Auf dem Rücksitz, weißt du. Im Autokino, im Knutschfilm. Sowas. Das ist ja unverschämt. Ja, Spiel spoilern. Das gibt's ja gar nicht. So. Da kommen wir nicht rein. Hier können wir gerade nichts machen. Noch weiter nach unten. Ist es Bernd, der Businessmann? Juppie. Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Hat wahrscheinlich gerade keinen Anschluss unter dieser Nummer. Hallo? Er reagiert. Mit Harvey also auch nicht. Hallo? Hallo? Na gut, kommen wir hier durchs Schloss. Da fehlt ein Schlüssel. Ja, okay. Kommen wir da vielleicht durchs Schloss? Mist. Ich bin zu ungeschickt dafür. Ich fürchte, ohne Schlüssel komme ich hier nicht weiter. Mann. Also Rufus hätte ja gar keine Probleme, ne? Wollte ich nur mal sagen. Können wir vielleicht mit dem Fußnagel... Verflucht. Wenn ich doch nur längere Fußnägel hätte. Aber ich Idiot knabber sie mir ja ständig wieder ab. Ja, aber echt mal. Aber es sind halt gesunde Nährstoffe drin. Okay, hier kommen wir nicht raus. Ich glaube, ist das die Tür? Ich weiß es nicht. Das sieht so nach Freiheit aus.